السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم نبيل، المدير ديال اذاعه ام لي ام تي في. اليوم حنا في مدينه فيليش اللي قريبه من دوسلدورف، واحد 20 دقيقه. اليوم عندنا اول حصه، اول برنامج كما كتشوفوا مع الحزب ديال السي دي ا فيليش. السي نبيل دعوده هو المكلف، وغيكون واحد البرنامج عنده علاقه بالاندماج، بالسياسه، بالعمل الجمعوي، وبدور المغاربه المانيا في الاندماج وفي العمل الجمعوي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، خليكم معنا. السلام عليكم. Hallo und herzlich willkommen bei Im Leben TV. Mein Name ist Hidaya und ich befinde mich heute im CDA Willich und auf der rechten Seite sitzt Nabil Dadoui. Genau, Nabil Dadoui. Und ja, ich habe heute die Ehre, mit ihm ein Interview zu führen. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr hier seid. Ja, und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Interview. Ich würde vorschlagen, dass du dich einmal vorstellst und auch das CDA vorstellst und auch deine Kollegen hier. Ja, also mein Name ist Nabil Dadoui. Ich bin 45 Jahre alt, gebürtig Marokkaner. Ich bin in Mönchengladbach geboren. Bin verheiratet, habe drei Kinder, zwei Mädels, einen Jungen und wohne jetzt seit 5 Jahren in Willich. Ich bin seit 3 Jahren CDA und CDU-Mitglied hier in Willich und jetzt im November 2 Jahre der Vorsitzende in der CDA hier in Willich. Das ist mein Team, ein Teil von meinem Team. Das ist der CDA-Vorstand, Michael Schmitz, Petra van der Koy, Christoph Klär und Thorsten Döllert. Man ist nur stark, wie auch das Team zusammenarbeitet, weil einer alleine kann nichts bewirken oder sehr, sehr viel weniger bewirken als in einer Mannschaft. Und dementsprechend ein großes Danke, dass ihr heute hier seid. Wir haben Samstag, dementsprechend nicht selbstverständlich. Die sind nicht nur samstags für mich da, auch sonntags oder in der Woche, morgens, mittags, abends, wenn ich die Jungs und die Mädels brauche, sind sie für mich da. Vielen Dank dafür. Das ist wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ne? Ja, man kann sich verlassen. Man kann Sachen, die ich selber nicht schaffe, zeitlich oder auch, weil ich nicht die Beziehungen habe, abgeben an andere. Der Michael ist unser Pressemann. Er macht sehr schöne Fotos und Videos und postet das auf Social Media. Wir haben ja die CDA-Seite auf Facebook und auf Instagram. Petra hat die besten Verbindungen zu Funk und Fernseher. Die nutzen wir dann manchmal, um uns dann auch in Szene zu setzen. Christoph sehr motiviert und stark dabei und ist meine linke Hand. Und der Thorsten mit seinen super Ideen und mit seinen Fähigkeiten auch Fragen zu stellen, Interviews zu führen, die wir dann einsetzen können bei unserem Termin, die wir haben. Also sozusagen auch mein Kollege irgendwie. Ja, genau. Der ja. Großteil fehlt, das ist nur ein Teil von dem Team, aber es ist halt ein Team. Ja, also ich finde das wunderbar und ich freue mich auch hier zu sein. Und die nächste Frage wäre, wie kamst du dazu, eigentlich in die Politik zu gehen? Also was war dein Anreiz? Wo war der Anfang von dem Ganzen? Das ist ganz einfach zu erklären. Ich hatte nie vor, in die Politik zu gehen. Ich habe immer gesagt, Politik ist für andere, die machen noch was sie wollen und man kann da eh nicht mitbestimmen. Und wahrscheinlich wie ein Großteil der Ausländer in Deutschland auch antworten würde. Und dann kam der Michael zu mir. Michael war damals CDA-Vorsitzender. Und hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in die CDA einzutreten. Damals haben wir uns kennengelernt in der Flüchtlingszeit 2015, 2016, als die ganzen Flüchtlinge en masse zu uns kamen. Michael hat uns damals geholfen, zu integrieren und Sachen auf die Beine zu stellen. Und da habe ich gesagt, einfach so, ja, okay, warum nicht, dann mache ich das mal mit. Da wusste ich noch gar nicht, worauf ich mich einlasse. Es war sehr interessant, auch was der Michael umgesetzt hat mit seinem Fußballturnier und wo auch Flüchtlinge mitmachen durften, mit seinen Ausflügen, mit seinen Themen, die der gespielt hat. Und da habe ich gemerkt, man kann sehr wohl mitmachen und mitbestimmen und auch, wenn man da etwas auf dem Bildschirm hat, versuchen, das dann umzusetzen. Der nächste Schritt war dann, in die CDU einzutreten. Also man kann ja in die CDA eintreten, ohne unbedingt in der CDU zu sein. Die CDA ist ja eine Vereinigung der CDU. Ja. Man kann das eine ohne das andere, aber dann bin ich auch in die CDU eingetreten und bin dann auch in den Bürgerrunden dabei gewesen. Und was soll ich sagen, hier hat man irgendwann Vorstandssitzung bzw. Vorstandswahl für die CDU. Und dann kam der Vorschlag, mach doch da mal mit.
Ja, da habe ich mich dann tatsächlich aufstellen lassen und wurde dann auch gewählt. Ich durfte dann im CDU-Vorstand mitmachen. Und wie gesagt, im November sind es jetzt 2 Jahre, wurde ich dann in der CDA, der Vorsitzende der CDA. Vor kurzem war Vorstandswahl zum 2. Mal bei der CDU. Ja. Da habe ich mich wieder aufstellen lassen und wurde tatsächlich dann wieder gewählt. Also ich bin auch im Vorstand der CDU in Billig. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Danke. Es macht mir riesengroßen Spaß. Wie gesagt, am Anfang, bevor ich überhaupt wusste, was man da machen kann, machen darf, machen soll, was für Möglichkeiten man hat, habe ich alles von mir gelesen, aber mittlerweile weiß ich, oder ich habe es gesehen, es funktioniert. Also wenn man da irgendwas spielen will, also spielen im Sinne von etwas anstoßen und das nach oben pushen, damit Leute das verbessern können, ändern können, dann muss man in die Politik. Also ja. Zu Hause auf der Couch liegen bleiben und warten, dass andere für einen arbeiten, funktioniert nicht. Ja, das erinnert mich an die Aussage, also an eine Aussage meines Onkels, der hat immer gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, ne? Richtig. Und ja. Sehr gut. Super. Dann die dritte Frage wäre, welche Tätigkeiten und Aufgaben hast du als Vorsitzender der Partei? Also du hast ja schon einiges genannt, so, ja. Aber vielleicht möchtest du noch was ergänzen. Ja, also wir treffen uns ja regelmäßig zur Vorstandssitzung. Wir haben dann die Möglichkeit, Pläne zu machen, was wir als nächstes für Themen ansprechen wollen. Zum Beispiel sozialer Wohnungsbau in Billig. Es ist nicht nur in Billig, in ganz Deutschland, dass man Probleme hat, bezahlbare Wohnungen zu bekommen. Wir reden hier aber nicht nur für den Hartz-IV-Empfänger oder für den sozial Schwachen, sondern auch für alleinstehende Frauen, Alleinerziehende, Auszubildende, die gerade zu Hause ausziehen wollen, müssen, weil sie woanders arbeiten, aber dann von dem Grundgehalt, was sie haben, nicht so teuer bezahlen können wie die Wohnungen. Also da haben wir uns eingesetzt. Wir waren bei den Bauern hier in Billig und haben da eine Hühnerfarm und eine Kuhfarm besucht, um zu sehen, was für eine Arbeit steckt denn dahinter. Ja. Und wir haben da festgestellt, also der Liter Milch für 50, 60 Cent, der ist sehr, sehr günstig, wenn man dann sieht, was dahinter für eine Arbeit steht. Oder auch die Hühner, die man dann hinterhergeschmissen bekommt. Aber zum Glück haben wir Bauern, fleißige Bauern hier in Billig, die ja, für uns jeden Morgen früh aufstehen, egal ob Samstag oder Sonntag, und dafür sorgen, dass wir am nächsten Tag dieses Fleisch, Geflügel oder auch Gemüse und Obst in den Supermärkten finden oder auf den Märkten, damit wir einkaufen können. Wir machen es sehr einfach. Aber wir haben auch andere Themen, wie zum Beispiel, Flüchtlinge. Integration. Integration, genau. Sport, Fußball, deine Fußballsache. Ne? Ja, richtig. Also auch von der CDA her, der Michael, ich habe es ja gesagt, der hat 2 Fußballturniere schon in die Wege geleitet, bevor ich der Vorsitzende war. Da ist halt der Plan, die Flüchtlinge, die zu uns neu gekommen sind, nach Billig, zu integrieren. Das geht nirgendwo einfacher als beim Sport. Da muss man nicht viel reden, man spielt einfach zusammen. Und wenn man dann auch zusammen gewinnen kann, dann ist das immens. Wir haben dann 2, 3 Turniere, wo wir dann dran teilnehmen. 2-mal haben wir sogar den 1. Platz gemacht, als No-Names, als ganz kleine Mannschaft, die noch nicht mal ordentliche Schuhe oder ordentliche Outfits hatten und trotzdem den 1. Platz gemacht haben, weil die waren so emotional und voller Taten dran. Die wollten spielen, um zu gewinnen. Und die haben sich zusammengerissen und dann haben wir auch einen Pokal geholt. Begegnungsstätte, eine Idee mit Petra hatten wir das gehabt, hier um die Ecke ist die Begegnungsstätte von Billig. Petra hat angefangen und hat ihr Land, die Niederlande, vorgestellt. Sie hat dann Leckereien mitgebracht und eine Landkarte und hat uns dann politisch, aber auch Königliches erzählt, was so in den Niederlanden gang und gäbe ist, was ja nicht jeder weiß. Selbst wir, die hier leben, Nachbarstadt Venlo, wussten noch lange nicht das, was sie uns alles gesagt hat. Und da ist die Idee geboren, einmal im Monat ein weiteres Land vorzustellen. Ich habe dann Marokko vorgestellt, klar, im typischen Jabador-Outfit. Meine Töchter haben dann ausgeholfen und haben gekellnert. Auch das ist dann medial nachzusehen, nachzuhören. Es war schön. Also wir haben, wie gesagt, verschiedene Themen, die wir spielen und immer wieder was Neues. Jetzt zur Zeit ist die Mitgliederversammlung angesagt vom kommenden Wochenmontag. Dementsprechend fokussieren wir uns auf diesen Tag. Das wird ein großer, weil die CDU hat 2 Bürgermeisterkandidaten.
Aber nur einer darf ins Rennen geschickt werden, der sich dann gegen die anderen Parteien behaupten muss. Und das passiert am Montag. Am Montag wird entschieden, wer von den beiden Bewerbern es dann sein wird. Außerdem werden dann die Wahlkreise der Stadt und auch der Kreistag neu belegt mit Bewerbern. Und dementsprechend werden dann knapp 500 Leute erwartet. Danke. Erwartet. Und wir treffen uns auf dem Sportplatz, also Open Air, wegen Corona. Ja. Und deswegen haben wir erstmal alles andere so ein bisschen flach gehalten, bis dieser Tag kommt, und werden dann, wenn wir dann wissen, in welche Richtung wir fahren, neue Themen spielen. Das ist super. Also ihr bietet eine Menge an, und ich finde es auch schön, ich habe auch auf der Homepage gesehen, dass ihr auch noch Busfahrten angeboten habt. Die Busfahrt, die ist bekannt, sogar ein bisschen weiter als Willig. Die erste Fahrt ging nach Köln, die hat der Michael mit organisiert. Wir sind mit dem Zug von Osterrad nach Köln gefahren. Dort hat uns mein Vertreter, der Paul Schrömges, die Altstadt von Köln gezeigt und den Kölner Dom, aber auch noch ein paar Kirchen drumherum. Das war sehr schön an dem Tag, wir waren knapp 20 Personen. Das Wetter war zwar nicht so toll, sondern ich die sich bis jetzt geregnet, war dunkel, aber es war trotzdem eine schöne Veranstaltung. Das war unsere erste mit mir. Ja. Die zweite war dann Duisburg. Genau, Duisburg, ne? Ja, das war auch deine Idee. Also der Michael hat super Ideen, wie du schon merkst. Ne? Ja, kommt wieder alles mal raus. Michael, willst du was dazu sagen? Ja, also gerne. Also das ist eine Moschee, die ganz viel polarisiert hat in der Vergangenheit. Ich habe Verwandte in Duisburg, die sagen, da kommen die Frauen nicht rein. Und wir haben die aber ganz anders erlebt. Wir hatten die Hälfte Frauen, wir sind alle sehr herzlich empfangen worden. Wir haben den ganzen Tag in Duisburg-Marxloh verbracht, was ja ein Problembezirk ist. Wir haben aber sehr viel Herzlichkeit erfahren. Wir hatten den Engin dabei, ein türkischer Landsmann, der uns auch durch die sogenannte Hochzeitsmeile da geführt hat, mit diesen ganzen Brautgeschäften. Wir haben in einem türkischen Lokal dann zum Mittag gegessen. Und gerade in der Moschee, diese Führung, fand ich sehr, sehr gut und sehr offen. Und man konnte alles fragen, wurden auch kritische Fragen gestellt, und das war, der ganze Bus war voll, das war unheimlich. Ne? Ja. Und da hatten sich auch viele daran erinnert, die Fahrt danach ging, glaube ich, nach Maastricht. Maastricht, ja. Und da ist natürlich die Petra für verantwortlich gewesen, vielleicht kann die Petra was erzählen. Ja, bitte. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es so viel, da kommen direkt die Emotionen wieder hoch. Ja. Erstmal der Anklang von den Menschen, die mitfahren wollten, ja. Das war schon riesengroß und hat uns schon weit herausgefordert und überfordert, weil der Bus war in 0,0, war der voll. Wir sind dann mit vielen älteren Leuten auf und auch mit Flüchtlingen oder Neubürger, wie ich immer sage. Also ein bunt gemischter Haufen sind wir nach Maastricht hin, hatten dann eine Einladung bekommen von der Loco-Bürgermeisterin im Rathaus von Maastricht, wo wir empfangen worden sind, alle mit Kaffee und Kuchen und einem Rundgang. Dann haben wir ein Boot zugemacht, dann hat auch der Luis, auch ein Altmaastrichter Jung, der hat uns dann Führung gemacht durch die Kirchen und hat auch viele Flecke erzählt. Also war es ein ganz, ganz schöner Tag eigentlich. Ja, und Sie haben ja wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, oder du, ja. Du hast ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass der Ansturm dann doch so groß war, ja, oder dass der Ansturm so groß sein wird. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man sieht, dass so viele auch interessiert sind und mitkommen wollen. Also ich denke mal, das kommt dadurch, weil das, was wir machen, das leben wir auch. Ja. Und wenn jemand guter Dinge ist, wenn man durch die Straße geht und dann sieht jemand lachend, lächelt man automatisch. Ja? Und bei uns ist das, wie wir bringen unseren Zusammenhalt, kriegt jeder mit. Also wenn man mal auf unsere Seiten guckt bei der CDA, also überall oder die Kommentare, was die Menschen schreiben, wir werden bewundert für unseren Zusammenhalt, wie wir drauf sind. Bei uns ist egal, ob er, jeder ist gleich. Ja. Ja, jeder kann sich einbringen. Also, und keiner wird irgendwie veraburteilt, wenn er eine andere Meinung hat. Und das ist unsere Stärke. Wir können aufeinander bauen. Ja. Also ist ja ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Note haue und rufe jemanden an, ja, könnte ich jemanden am Telefon haben, der sagt, okay, ich komme. Dann mal andere sagen, ja, erzähl mal erstmal von deinem Problem und. Ja. Ja, und das haben wir nicht. Hier geht es ineinander. Und das ist auch das, was die Leute mitspüren, fühlen. Und die haben auch das mitbekommen in Maastricht.
Und jetzt wollen wir ja nach Antwerpen, leider wegen Corona hätte ja schon die Tour stattgefunden. Im Mai, ne? War geplant, hat ja nicht stattgefunden. Es waren zwei Busse, eventuell, wenn wir weitergemacht hätten mit drei Bussen. Also das ist noch in den Startlöchern, aber was noch ist, kann noch werden. Also die Busfahrten sind weiterhin auch geplant? Und ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben angefangen mit 20 Personen nach Köln. Hat sich dann gesteigert nach Duisburg mit 50 Personen. Ein Großteil, wie der Michael schon sagte, es waren Herrschaften, die gesagt haben, wir wollten immer schon mal eine Moschee von innen sehen, haben uns aber nicht getraut. Ja. Alleine darf ich doch da nicht rein oder kann ich doch nicht da rein. Können wir mit ihnen fahren? Es kamen Leute aus Meerbusch, Leute aus Viersen, also noch nicht mal aus Willich. Die haben es dann in der Zeitung gelesen und haben gesagt, das ist eine Möglichkeit, meine Moschee zu sehen. Und dann gerade die in Marxloh, die ist ja sehr groß und schon bekannt, die ist zur Corona-Zeit, hat der Muezzin ja da auch zum Gebet gerufen. Da waren wir 50, nach Maastricht waren wir 58. Der Bus war voll. Wir haben 58er Bus bestellt, wir haben gesagt, wir gucken mal, wie viele Plätze noch frei bleiben. Es blieb keiner frei. Dann war die Fahrt nach Antwerpen geplant und durch die Vorfahrten nach Duisburg, nach Maastricht, die Leute, die da mitgefahren sind, haben gesagt, wenn ihr woanders hinfahren solltet, egal wohin, wir sind dabei. Also waren die schon gesetzt für den dritten Bus. Da war also schon 58er Bus voll. Was blieb uns übrig? Noch einen. Einen zweiten Bus. Ja. Und auch der war, kurz bevor Corona anfing, voll. Also wir warten kurz bevor wir bestätigt haben, haben wir überlegt, nehmen wir noch einen dritten Bus oder lassen wir es bei zwei? Man muss überlegen, das sind ja 110, 112 Personen, die müssen wir vor Ort ja auch irgendwie koordinieren. Ja, das muss man erstmal handeln können. Ne? Ja, es sind Ältere dabei, es sind politische Freunde dabei, es sind Nachbarn, aber auch Kinder dabei. Wir können nicht sagen, du kommst nicht mit, weil du passt nicht. Nein, wir nehmen alle mit. Das ist ja das Schöne. Wir haben auch viele Leute aus der Begegnungsstätte, die mitfahren wollten, also ältere Herrschaften, die ein bisschen langsamer unterwegs sind. Das macht uns aus. Also zwei Busse, wie gesagt, waren voll. Die musste ich leider stornieren wegen Corona. Aber wir haben gesagt, wir sagen die Fahrt nicht ab, sondern wir verlegen die Fahrt. Und sobald Belgien die Türen wieder aufmacht und diese Maskenpflicht in den Läden abgeschafft ist, werden wir nochmal neu publizieren. Und ich bin mir sicher, die zwei Busse werden dann wieder voll werden. Ja. Wir werden einen schönen Tag. Die stehen ja bestimmt schon in den Startlöchern. Ja, die warten ja. Die warten ja. Wir haben noch nicht mal die Sache in die Zeitung gegeben. Ja. Da waren zwei Busse voll. Wie man das ja weiß, Social Media hat nicht jeder, Facebook und Instagram. Aber würden wir das in die Zeitung geben, ich glaube, die zwei Busse wären dann wieder innerhalb von einer Woche voll. Weil die Leute gemerkt haben, in der CDA Willich ist der Ausländer, der Christ, der Moslem, der Buddhist gleich. Kind, alt, jung, Frau, Mann, egal was du in deinem Kopf hast, egal wie du aussiehst, wir gehören zusammen. Da macht man keinen Unterschied. Es gibt ja auch bei uns Marokkanern, die schon mal fragen, bist du Berber oder Araber? Ja. Diese Frage gibt es nicht. Ist doch egal, Berber oder Araber, Moslem oder Jude. In der Ramadanzeit, ich habe gefastet und trotzdem haben wir uns getroffen. Meine Kollegen machte es nichts aus, dass ich nichts esse. Mir machte es auch nicht aus. Und dementsprechend, das ist doch dieses Toleranzleben. Ja. Nicht nur Toleranz von anderen erwarten, sondern selber tolerieren. Ich kann doch nicht von jemandem Toleranz erwarten, der mich machen lässt, wie ich will. Ich darf rumgehen und machen, was ich will. Aber ich toleriere meinen Nachbarn nicht. Und das ist sehr wichtig. Und wie gesagt, die CDA... Das ist ja das, was ich hier nutze als Vorsitzender oder auch als Mitglied der CDA und CDU, frischen Wind reinzubringen, anderes Denken, anderes Wissen auch aus Marokko mit einzubringen. Und die Idee war ja zwischendurch auch mal einen Ausflug nach Marrakesch zu machen. Oder Fes. Oder Fes, gerne auch nach Fes, wenn du uns die Stadt dann zeigst. Gerne. Dass wir dann vielleicht mit dem Vorstand, es gibt ja dann wahrscheinlich wieder günstigere Tickets, dass wir dann mal für 3-4 Tage nach Marrakesch fliegen, um mal was anderes zu erleben. Man muss doch raus aus seinem kleinen Loch, aus seinen vier Wänden. Man muss nach draußen gehen, man muss neugierig sein, was probieren, erfahren, fragen, hören, zuhören, um dann vielleicht ein bisschen moderner zu wirken und auch sein Wissen an Jüngere weiterzugeben. Weil Fritzchen wird so wie Fritz im... Und vielleicht kann Fritzchen aber ein bisschen anders werden, weil
weil er neugieriger ist und nicht immer nur das gegessen hat, was sein Vater gegessen hat oder auch mal ja, was anderes macht. Ja, wenn ich noch was sagen kann zum Nabil. Also durch Nabil ist die CDA wieder ein Team geworden. Ich war Nabils Vorgänger und ich war hinterher immer mehr Einzelkämpfer und wir haben dann das Team neu gebildet und Nabil ist eben unser Gesicht. Ne? Das ist ja sehr groß, ist 2 Meter groß. Nabil strahlt ja auch aus, ne? Ist ein Mann, der wirklich dessen Wort Gewicht hat und wir sind ja sehr bunt. Petra kommt auch gebürtig aus den Niederlanden, du kommst gebürtig aus Schlesien, hast mir mal erzählt. Thorsten, weiß ich jetzt nicht genau, wo du herkommst, aber das ist ja alles, wir sind alle so unterschiedlich, aber jeder kann das machen, was er will. Und bei uns ist das Schöne eben, keiner schielt auf den Job des anderen. Also ich will jetzt nicht Petra absägen, weil ich, weiß ich auch nicht, irgendwie den Kontakt zum Fernsehen bei ihr dann so gut finde und wir sagen, bei uns ist jeder willkommen. Jeder, der möchte, kann mitmachen. Ne? Und das merken viele Leute auch in der CDU-Familie, ne? Dass bei uns ein ganz toller Spirit ist. Ne? Und das ist mir sehr wichtig, das ist auch mit Nabil sehr stark wiedergekommen, dieser Zusammenhalt. Ne? Dass wir auch Sachen machen können, die nicht unbedingt auf den ersten Weg politisch sind. Und dass wir dadurch aber viele kriegen, wie durch die Fahrten. Viele sagen dann auch, was ist denn die CDA, was machst du denn da, Nabil? Und das gefällt mir persönlich unter ihm sehr, sehr gut. Aber das ist auch das, was wir brauchen. Das ist das, was die Welt braucht. Das ist das, was Deutschland und das Miteinander. Und wir leben nun mal in einer individuellen, kunterbunten Welt und Gesellschaft. Und ja, ich bin überzeugt und sicher, dass dieses Projekt oder eben die CDA auch sehr gut ankommt, weil eben auch gezeigt wird, dass Muslime und Nicht-Muslime ganz entspannt miteinander arbeiten können. Ja? Und wir haben ja auch dieses Vorurteil, dass wir nichts mit Nicht-Muslimen zu tun haben wollen, was ja gar nicht stimmt. Ja? Also wir haben ja nichts gegen Andersgläubige und hier wird dann nochmal klar und deutlich gezeigt, dass es eben auch funktioniert. Ja, dass wir eben nichts gegen Andersgläubige haben und dass wir ganz normal mit allen gut klarkommen wollen und können. Nabil ist ja auch ein Exot in der CDU. CDU ist ja im Prinzip die Partei der Konservativen, aber die CDU wandelt sich ja. Wir hatten mal die jetzige Staatssekretärin für Integration, Sera Bühler, hier, 2 Häuser weiter, Talk auf dem roten Sofa. Und die ist türkischstämmig, sie ist in der 2. Generation, ihr Vater war Bergmann im Ruhrgebiet. Und sie ist jetzt im Vorstand der Bundes-CDU. Und sie ist eine ganz interessante Frau. Ich denke mal, Nabil kann auch seinen Weg machen, auch wenn er diese muslimischen Wurzeln hat, die nicht immer von allen Leuten so gern gesehen werden. Aber ich glaube, die Zeit ist reif, dass die Gesellschaft sich eben wandelt, dass Deutschland sich wandelt und auch die CDU sich wandelt. Und da ist der Nabil der richtige Mann, glaube ich. Sehr, sehr schön. Also ich wünsche euch allen wirklich viel Erfolg weiterhin, ne? Dass auch alles so funktioniert. Und ja, ich finde das super. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Welche künftigen Projekte hast du noch für die Zukunft geplant? Aber da hast du ja auch schon ein bisschen was noch erklärt, erzählt. Genau, also ganz kurz nochmal. Wir haben, wie gesagt, Montag die Mitgliederversammlung, aber anschließend direkt am Mittwoch CDA-Vorstand, um das nächste Projekt weiter zu besprechen. Und zwar wird es dann K-Karaoke geben, auch eine Initiative von unserem Michael. Und zwar wird er in einem Auto fahren, auch das gibt es auf der CDA-Willig-Seite nachzuschauen, und wird einen speziellen Gast dabei haben und während der Autofahrt die eine oder andere Frage stellen, die der Gast zu beantworten weiß. Und das wird aber nicht zu lang sein, damit man nicht irgendwann abschaltet vor Langeweile. Und das ist ein super Projekt. Es soll natürlich in Richtung Wahlkampf gehen. Dementsprechend werden auch die Gäste und die Fragen ausgesucht. Wir haben im Team schon ein paar Fragen uns überlegt. Der Anführer, unser Thorsten, der ist da gut aufgestellt. Und der Michael wird es dann umsetzen. Das ist also das, was wir als nächstes Hauptprojekt haben. Und alle anderen, die sind noch so ein bisschen in der Bearbeitung und in der Phase der Geheimhaltung. Dazu später mehr. Ja, das ist eigentlich immer so, dass man zukünftig, wenn die noch weiter entfernt sind, erstmal ein bisschen für sich behält. Ja, das und die Spannung auch. Die Spannung, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, wir haben Wahlkampf. Es gibt ja auch noch andere Parteien, die SPD, die Grünen und die FDP zum Beispiel oder auch für Willig hier in Willig.
Und wenn wir jetzt schon sagen, was wir demnächst tun werden, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, uns das nachzumachen oder sogar vor uns nachzumachen. Das wäre nicht so klug. Nein, das wäre nicht so. Ihr macht das schon richtig. So, die nächste Frage ist, welches Verhältnis hast du zu Marokko? Also du bist ja Marokkaner, das bist du ja. Hast du noch Verwandte dort oder sind alle hier? Hast du vielleicht auch dort Projekte? Welches Verhältnis habe ich zu Marokko? Also, ich bin in Mönchengladbach geboren, wie schon gesagt, und bin aus der Stadt Nador, dementsprechend Berber. Ich spreche leider kein Arabisch. Ich bin hier in Deutschland zur Schule gegangen und hier spricht man die Sprache nicht. Und zu Hause haben wir immer nur Tamazight gesprochen, also Berbisch. Und bin dummerweise, wenn ich dann Fez oder Marrakesch oder besuche, leider auf Englisch unterwegs. Ja. Und es ist dann auch so ein bisschen katastrophal, wenn man dann in Marokko als Marokkaner mit Marokkanern Englisch spricht, weil man die Sprache nicht versteht. Dementsprechend bin ich ja vor Ort dann auch der Ausländer, ehrlich gesagt sogar manchmal mehr als hier in Deutschland. Also ich habe hier in Deutschland, gerade in Billig, noch nie Probleme gehabt mit der Ausländer. Ich wurde hier immer gut aufgenommen und akzeptiert, mit dem, was ich konnte, mit dem, was ich wusste oder vorhatte. In Marokko ist es ein bisschen schwieriger, weil man ja da noch nicht mal die Sprache spricht. Ich bin sehr gerne in Marokko, auf jeden Fall. Ich mache auch gerne Rundreisen, wenn ich dann in Marokko bin. Vor 2 Jahren haben wir eine Rundreise gemacht. Es war dann Houssima, Tetouan, Tanger. Schiffschauen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich ja geschwärmt. Michael, du weißt es ja noch, die blaue Stadt. Ja. Meine Kinder freuen sich auch, wenn wir nach Marokko kommen, weil alles ein bisschen anders ist als hier. Ne? Ja. Es ist alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen ruhiger. Ja, jedenfalls mein Verhältnis zu Marokko, ich könnte mir nicht vorstellen, nach Marokko zurückzugehen, weil ich schon zu deutsch geworden bin, also in Sachen Pünktlichkeit, in Sachen Gesetze, wo kann ich mich beschweren, wenn, das ist in Marokko anders. Aber ich freue mich auf jeden Fall, das Land so, wie es denn möglich ist, wieder besuchen zu können. Also ich kann das auch nur bestätigen, ich war auch sehr oft in Marokko, jetzt nicht in den Städten, wo du so warst, aber ich liebe auch das Land und das ist was ganz anderes, man fühlt sich irgendwie ja, so wohl und die Leute sind total nett und natürlich das Essen, das Flair. Ja, das hat er vergessen gerade, sonst will ich dann will ich das nochmal nachholen. Extra für dich. Und zwar habe ich auf Instagram eine private Seite. Vielleicht kann man das dann auch noch mit einbauen. Und da poste ich dann das Essen, was meine nette Frau mir täglich kocht. Und ich habe da auch schon mit mehreren Leuten Streitgespräche gehabt, weil ich behaupte, Marokko hat die beste und großzügigste Küche der Welt. Nicht nur von der Vielfalt, sondern auch vom Geschmack. Und ich glaube, ich habe noch nichts anderes gesehen oder gefunden, was noch besser ist. Also es ist ob Fisch oder Fleisch oder Hähnchen oder Gemüse oder Salat oder Obst, es ist einfach nur phänomenal. Und wenn man dann auch noch das Glück hat, dass man eine Frau verheiratet hat, die das auch noch kochen und braten und grillen kann. Halleluja. Jackpot. Ja, auf jeden Fall Jackpot. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, die beste Küche der Welt. Also ich bin ja halb Italienerin und italienisches Essen ist ja auch richtig lecker und sehr geschmacksvoll und mit viel Gewürzen und auch sehr, also ich liebe italienisches Essen, aber seit ich das erste Mal marokkanisches Essen gegessen habe, seit ich das erste Mal marokkanisches Essen gegessen habe, liebe ich das so sehr und das hat für mich jetzt irgendwie Priorität, obwohl ich halb Italienerin bin. Und komischerweise, wenn ich in Marokko bin, esse ich das Doppelte oder Dreifache an dem, was ich in Deutschland esse, nehme aber trotzdem immer ab, als jetzt wie in Deutschland, obwohl ich nur vielleicht ein Drittel davon esse. Das ist einfach auch, das ist halt alles bio und gesund und ja, dann auch die Hitze natürlich. Man schwitzt auch wieder alles wieder. Ne? Ja, aber Marokko, wirklich super Land, kann ich nur empfehlen. Ja, und, auf jeden Fall. Du hast gefragt wegen der Familie. Nein, ich bin nicht mit der ganzen Familie hier. Also meine Eltern, ja. Und meine 5 Brüder. Ich habe keine Schwester. Und ja, vielleicht. Dafür habe ich 2 Töchter. Aber ich habe noch Onkel, Tanten und natürlich Cousins, Cousinen in Marokko, die wir dann auch besuchen, wenn wir dann vor Ort sind.
Und hast du da jetzt Projekte noch? Oder? Nein, in Marokko habe ich keine Projekte. Ich bin hier tatsächlich so stark und so sehr integriert und isoliert mit meinen Projekten, dass ich gar keine Zeit habe für irgendwas anderes. Ich mache ja noch nebenbei zu der Politik noch ein paar andere Sachen, die verschlingen dann auch noch ein paar Stunden des Tages. Und nein, in Marokko noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal kommen, vielleicht kann ich da was mitentwickeln und mit umsetzen, aber zurzeit nicht, nein. Ja, Marokko ist dann einfach Family Time und Urlaub. Ja. Muss auch mal sein, ja, oder? Wenn man zum Abschalten auch hier macht. Genau. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, welche Tipps hast du denn an die junge Generation von heute? Was möchtest du denen so mitgeben? Wie kannst du sie motivieren, dass sie sich besser integrieren können und ja, einfach gestärkt und motiviert sind? Ja, also die Jugend von heute, das hat, glaube ich, mein Vater schon über meine Jugend gesagt. Die ist anders als die Jugend oder die Generation davor. Natürlich sind wir nicht wie die Generation meiner Eltern und meine Kinder haben nicht die gleiche Voraussicht und Verhaltensweise wie unsere Generation. Der Micha hat es gerade schon gesagt, wir haben eine türkische Landsfrau in der Politik, sogar in Berlin, beziehungsweise jetzt auch eine hohe Posten in Düsseldorf. Wir haben eine Türkin in Krefeld bei der SPD, auch sehr weit hoch angekommen. Und es gibt auch jede Menge andere Leute. Im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren undenkbar, in Deutschland, im Parlament oder im Bundestag, im Landtag Ausländer und dann auch noch muslimische Ausländer, bist du denn bescheuert? Das ist möglich. Wir können uns aber nicht darüber beschweren, dass so wenig Ausländer in der Politik vertreten sind, wenn keiner mitmacht. Ja. Also Entschuldigung, wenn der Marokkaner sich darüber beschwert, dass zu wenig Marokkaner in der Politik sind, ja, dann mach du doch den Anfang. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne? Genau. So ein bisschen Eigeninitiative. In Holland ist es ja schon so. Ne? In den Niederlanden gibt es ja sehr viele Marokkaner, die politisch aktiv sind. Die stellen sogar Bürgermeister und nicht nur in einer kleinen Stadt, sondern auch in einer großen Stadt. In Belgien ähnlich. In Frankreich, da haben wir sogar eine Ministerin gehabt, die marokkanische Wurzeln hatte. Und hier in Deutschland ist es nicht so, weil ich glaube, die marokkanische Community, die marokkanische Jugend zurzeit noch sehr viel, sagen wir mal, abgelenkt ist durch andere schöne Dinge und sich nicht bereit sind zu kämpfen. Weil die Politik, Michael hat es ja gesagt, ist ein schweres Pflaster. Da gibt es einen Posten und 5 Bewerber, da muss man schon schwitzen. Da muss man schon arbeiten, um weiterzukommen. Also ich kann nicht zu Hause sitzen und oh, Samstag, gestern noch ein Termin, nee, keine Lust. Nein, man muss aufstehen, man muss sich überlegen, was man sagt, man muss gepflegt sein, man muss denken, man muss Projekte anstoßen und andere Leute mitnehmen. Das ist wichtig, andere Leute mitnehmen, andere Leute zu überzeugen, mitzumachen, diese Idee zu teilen. Es ist nicht einfach nur, wir fahren irgendwo hin und dann ist Feierabend. Nein, man muss organisieren, der Bus muss bestellt werden, der Plan muss aufgestellt sein, es muss publiziert werden, es muss eingeladen werden. Wir nehmen Gastgeschenke mit. Haben wir das vergessen? Und wenn Menschen bereit sind zu arbeiten, dann werden sie auch belohnt. Mein Tipp an die heutige Jugend, an die Generation von heute, macht mit, um mitmachen zu können. Ja. Es reicht nicht, in Deutschland zu leben und sich auf die 3, 4, 5 Wochen Urlaub in Marokko zu freuen. Es gibt mehr. Ja, Marokko ist schön, der Urlaub ist auch schön, aber es gibt mehr. Und zwar das Leben in Deutschland. Wir Marokkaner leben in Deutschland, also macht mit, seid dabei, stellt euch auf, informiert euch, wie kann ich etwas mitmachen. Und wenn du nicht Lust hast, direkt im Vorstand mitzumachen, weil das sehr viel Arbeit ist, dann informier dich doch, wird erstmal Mitglied einer Partei, im besten Fall der CDA oder der CDU. Es gibt aber auch andere Parteien, ist ja auch nicht so schlimm, ist ja auch nicht wichtig, welche Partei, aber es gibt so viele Möglichkeiten mitzumachen, gerade auch im Ehrenamt, um dort langsam aber sicher die Wurzeln falten und zu lassen, damit man vielleicht auch noch anderes sieht und nicht nur immer da, wo man sich aufhält. Also wir haben ja, was wir im Projekt haben, ist ja nicht nur die CDA. Wir haben die CDA, wir haben die Begegnungsstätte, wir haben integrativen Sport. Ich betreue eine Fußballmannschaft hier in Willich, wo Ausländer
wo Neubürger mit den Einheimischen zusammen Fußball spielen. Wir haben zu Spitzenzeiten, Michael wird es bestätigen, 50 Leute auf dem Feld gehabt. 50 Personen. Inklusive Imam der muslimischen Gemeinde. Inklusive dem Imam. Die sind zu uns gekommen und haben mitgespielt. Wir haben auf drei Fußball, also wir haben eine große Turnhalle, die haben wir durch drei geteilt und wir haben 6 Mannschaften gleichzeitig spielen lassen. Es ist anstrengend, aber es wird belohnt. Yeah. Also wenn ich dann da stehe und kassiere dann den Lob dafür, dass ich dann 40, 50 Leute betreue, die dann ohne sich zu boxen 2 Stunden lang Fußball spielen, mehr Lob will man doch gar nicht. Das ist doch schön. Dann haben wir aber auch noch mit dem Thorsten zusammen, wir beide sind Schöffe im Amtsgericht in Krefeld. Das ist ein Ehrenamt, das kriegen wir nicht bezahlt. Aber trotzdem machen wir das. Das ist eine Passion, ja. Jetzt sagt der typische Marokkaner, wie, ich krieg das nicht bezahlt. Warum soll ich das denn machen? Ich gehe gleich Fußball spielen, da kriege ich auch nicht bezahlt. Ja, wir machen das. Man ist ja auch so ein bisschen was zurückgeben. Ja. Die Begegnungsstätte der 90, 2-mal die Woche, freitags um 14 bis 16 Uhr, das ist ja Wochenende, das ist ja... Freie Zeit. Es fängt jetzt an, wir können was anderes machen. Da gehen wir zu den Seniorinnen und Senioren und unterhalten uns da. Dann sagen die anderen, hast du sie noch alle? Warum machst du das? Weihnachten waren wir drei waren Weihnachten mit den älteren Herrschaften und haben dann zusammen den Nachmittag verbracht, weil die keine Verwandten mehr haben oder weit weg, dass die dann sehen, oh, es kommen auch noch andere zu uns. Und wo ich dann sage, als Moslem auf ein weihnachtliches Fest, ja, das ist gerade nicht interessant, ob Moslem oder Christ. Das Zusammensein. Ganz klare Antwort, mitmachen. Egal was. Wird Schiri, wird Trainer, geht zur Tafel und unterstützt die Tafel beim Aussortieren. Wird Schöffe, jetzt wird man nicht Schöffe, jeder x-beliebige wird Schöffe. Also es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen, die da einzuhalten sind, wie zum Beispiel eine saubere Weste. Aber die haben wir. Ja, da hat mein Vater dafür gesorgt. Also wir hatten einen sehr strengen Vater und der hat schon darauf geachtet, dass ich den Weg nicht nach links oder nach rechts einschlage, sondern geradeaus bin. Was jetzt im Nachhinein natürlich zurückgeblickt in meine Jugendzeit, bin ich froh, dass mein Vater so streng war. Weil wer weiß, was ich sonst alles angestellt hätte und da wäre ich vielleicht kein Schöffe mehr geworden. Dementsprechend mitmachen, aufstehen, mitmachen, Integration kommt nicht zu einem zugeflogen und Integration bedeutet, das ist keine Einbahnstraße. Also ich kann natürlich viel erwarten und ich habe auch viele Rechte, aber ich habe auch Pflichten und ich muss auch vielleicht Erwartungen erfüllen, wenn der Deutsche sagt, ja, du kannst auch mal auf die Straße gehen und den Müll aufräumen oder dich mal irgendwo in einem Ehrenamt engagieren. Es gibt so viel in deinem Umfeld, tu das doch. Das ist das, was ich so sagen würde. Das ist der einfachste Weg. Ja, es ist ja auch gut fürs Selbstwertgefühl, ja. Wenn man weiß auch, man ist ein aktives Mitglied der Gesellschaft und man wird irgendwie gesehen auch, ja. Und ich kann es auch mit jedem raten, da irgendwie tätig zu werden. Das jetzt mit im Leben TV hat ja jetzt vor kurzem stattgefunden und ich bin auch froh, ein Teil dieses Projekts zu sein. Und ich finde das super, dass man hier zusammen sitzen kann, ohne Probleme, ohne Streitereien, ohne Neid oder Missgunst und ja, also ich finde es wunderbar. Es ist leider nicht selbstverständlich, aber wie du schon sagst, wenn wir zusammensitzen und wir haben noch keine Vorstandssitzung, wir haben ja auch offene Vorstandssitzungen, das heißt, es werden auch CDA-Mitglieder zugelassen, die übrigens in dem letzten Jahr um 10 gewachsen ist. Also wir haben quasi jeden Monat ein neues Mitglied bekommen, ohne zu werben. Leute sind auf uns zugekommen und gesagt, ey, ich finde euch cool, ich möchte mitmachen. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich in der Politik. Und dementsprechend, wie, was ich gerade sagen wollte, zusammenzusitzen und über Dinge zu sprechen, wo jeder seine Meinung sagen darf und kann und auch tut und trotzdem dabei zu lachen, das ist sehr wichtig und das macht dann auch Spaß und man freut sich auf das nächste Mal. Keine Missgunst. Ne? Ja. Und, das überlassen wir anderen. Das überlassen wir anderen, genau.
Ja, das wäre schön, wenn es gar nicht sowas geben würde, aber das kann man ja nicht beeinflussen. Nein, leider nicht. Das kann man nicht beeinflussen, ist aber leider so. Ja, also ich bin auch in Social Media sehr aktiv und ich bekomme auch sehr viel Neid dazu geworfen und sehr viel Missgunst und auch Unverständnis, dass eine Frau mit Kopftuch überhaupt Social Media hat und sich da vor die Kamera stellt. Aber ich finde, genau solche Frauen wie mich oder solche Menschen wie uns alle braucht die Gesellschaft. Ja. Wir können einiges erreichen oder viel erreichen, aber dafür muss man auch was tun. Du sagst es, du kriegst nur Neid zugeworfen, wenn du was getan hast. Ja. Und wir werden aber nicht uns zu Hause verstecken, weil es dann die 5, 6, 7 Leute gibt oder vielleicht auch 8, die missgünstig sind. Weil uns macht es Spaß und wir lassen uns den Spaß nicht nehmen und die Laune verderben und dementsprechend, es wird immer Leute geben, die was auszusetzen haben. Ja. Es gab immer schon solche Fälle und es wird die auch immer geben. Du kannst 100 Leute glücklich machen und 5 werden dann sagen, alles Quatsch, alles blöd, scheiß Ausländer. Ja, die muss man akzeptieren, das ist so. Das ist wie in einer eigenen Familie. Nicht jeder Bruder, nicht jeder Cousin, nicht jede Cousine oder Tante ist der Schatz. Ja. Es gibt auch da Unterschiede. Und wenn es in der eigenen Familie schon so ist, dass man nicht jeden abgöttisch liebt und alles tun würde, ja, was erwarten wir denn von Fremden, die uns auf YouTube gesehen haben oder auf Instagram oder auf Facebook? Die dann, was macht der denn jetzt schon wieder für Quatsch? Ich mache das ja auch. Ja. Ich mache irgendwelches Quatschvideo oder ich mache Fotos, dann sagt der eine, muss das denn jetzt sein? Also, dass mein Vater noch nichts gesagt hat, das wundert mich. Aber ich bin mir sicher, der hat die auch schon gesehen. Aber wir tun keinen weh. Ja. Und Toleranz ist, glaube ich, das Wichtigste da, dass wir andere Leute tolerieren, indem sie uns kritisieren. Und uns nicht davon beeindrucken lassen, ob jemand was dagegen zu sagen hat, glaube ich. Wir machen unser Ding. Das ist immer das Beste. Das ist auch, finde ich, ein sehr schöner Abschluss für dieses Interview. Ja, ich hoffe, dieses Interview hat euch gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns natürlich alle über einen Daumen nach oben freuen und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, damit ihr solche tollen Interviews in Zukunft nicht mehr verpasst. Ich finde, fürs erste Interview ist das super gelaufen. Ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung im Namen aller und ja, vielen, vielen Dank und alles Gute für Dankeschön. Die. Ja.